shit. Also erfreut bin ich nicht, Leute. Oh mein Gott. Ich bin reingekommen und hab einen Hauch von nix gesehen. Es war einfach Slips und Klebe für Brustwarzen. Und ich war so. Gar nichts. Nee, wer will so eine hautfarbene, hässliche Unterwäsche sehen? Leute, seht's von der guten Seite. Wir werden nicht so viel Zeit brauchen im Styling. Wie soll ich denn da selbstbewusst laufen? Das ist nix. Ich laufe doch nicht mit so Blümchen auf die Stirn rum. Das ist einfach also, wenn nix. Wir, ich dachte mir so, endlich. Endlich kann man nicht meinen Titis bei Heidi so checken. Und so, Scheiße, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich finde es schön, wenn Leute selbstbewusst damit umgehen, aber ich kann das nicht und auch nicht nachvollziehen, weil das ist ja so das Einzige, was ja einem so noch bleibt, so, was ja immer so noch mal einen besonders macht. Das Schlimmste, was man sehen könnte, ist, dass dieses Nippelpad einfach abfällt. So, du läufst und es fällt einfach ab. Bitte denk nicht an sowas, weil ich möchte auch nicht an sowas so denken. Machst du dann aber so? Machst du dann so oder läufst du einfach weiter? Natürlich werden wir nicht mit einer offenen Muschi und Brustwarzen laufen, aber es ist ja trotzdem nackt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, es wird nicht nur so sein. Weil ich meine, es sieht dann billig aus einfach und es ist nicht ästhetisch. Das kann wirklich, es kann echt nicht alles sein. Ich glaube, meine Familie wird genauso sprachlos sein wie ich. Also ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich bin einfach ein bisschen enttäuscht. Wusstest du, dass wenn wir ein Fotoshooting nackt hätten, wären wir komplett nackt, ohne Höschen, ohne Blümchen? Ja, aber da kannst du immer anders posen. Das ist was anderes. Oh Mann, wenn ich das als nicht erfreut empfinde, dann vielleicht ist es so. Vielleicht müssen wir ein Tier tragen und das dann uns vor uns so dingsen und dann läufst du so. Es ist anders, also. Ist das für dich gerade ein Ding? Nein. Ich auch nicht. Hätte ich nie gedacht, aber. Schick, das ist Shibona. Also, ich für meinen Teil bin super entspannt irgendwie. Ich sehe das alles nicht so eng, weil am Ende des Tages ist es ein Job. Ja, mein Gott, das Gesicht repräsentiert mich ja privat nicht. Manchmal schon, manchmal nicht. Bist du in Tränen, ne? Ja. Du hast Angst, ne? Ja. Du hast Angst vor danach. Aber lass das auch raus. Ich verstehe das. Ich verstehe das auch. Es ist halt krass, dass es auch alles immer in diese krassen Sachen so früh kommen, ne? Ja, ich halt Nacktshooting habe ich mich schon darauf vorbereitet, ja, weil man das kannte Folge. Das. Ja, man wusste halt, dass es kommt, aber jetzt ist das ein Nacktwalk. Ich habe jetzt halt nur einen Tanga an, aber mit einem Tanga laufe ich erst recht nicht rum. Da kommt nichts mehr. Da kommt einfach nichts weiter. Ja, natürlich geht's mir nicht so gut, aber keine Ahnung, letztendlich, vielleicht kommt ja noch irgendwas, was das alles ein bisschen ästhetischer macht, deswegen ja, versuche ich es jetzt durchzuziehen. Bei Amina ist es halt so ein Ding, sie fühlt sich einfach nicht wohl, sich nackt vor vielen Menschen zu zeigen. Und ich kenne das Gefühl, weil ich damals genauso war, bis ich halt gelernt habe, cool damit zu sein. Weil ich meine, ich bin so und wer damit ein Problem hat, das ist dann halt einfach deren Problem. Aber Amina tut mir schon leid. Mit der Nacktheit an sich habe ich aber gar kein Problem und ich freue mich darauf, so zu sein, wie ich bin. Vor der Nacktheit mache ich mir gar keinen Kopf, weil mich stört das nicht. Das macht mir gar nichts. Es ist für mich jetzt kein großes Problem. Also ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich kann es auch zeigen. Wir sind doch auch nackt auf die Welt gekommen. Ja, eben. So, liebe Romina, darfst du dich einmal umziehen bitte? Oha, jetzt sehen wir es. Ich habe mich noch nie so richtig angeschaut, so weiß, wenn alles weiß. Also so komplett weiß. Was ich jetzt
Ja, doch kurz, aber jetzt nie so intensiv, dass ich jetzt mir sicher bin, wie das aussieht, wenn ich laufe. Wenn ich ja, das habe ich auch noch nicht. Darf ich gucken, Romina? Wirst du angemalt? Alles gut? Ich so, du stehst da immer noch drin. Krass! Das ist alles? Kriegen wir keine Schuhe, nicht? Das war's? Das war's, mehr kommt. Ist für dich ein Problem? Ich finde dieses Freizügige, das war gar keine Herausforderung für mich. Ich habe mich eher gefreut, meinen Körper zeigen zu können. Alex. Ich bin ja zu Hause nicht mal nackt. Deswegen hier so im Fernsehen nackt zu sein, ist noch mal krasser. Also bei uns ist halt so, man duscht sich, zieht sich halt an oder halt mal in Unterwäsche oder so. Aber eigentlich ist man halt so angezogen, weil man weiß ja auch nicht, ob jemand kurz kommt, der Postbote oder so.